Hi, mein Name ist Thomas Foster und es ist ein kurzes Video, in dem ich euch zeige, wie ihr mit der Automation von Cubase 10 arbeitet. Warum ist die Automation so wichtig? Selten gibt es Spuren, die von Anfang bis Ende immer 1:1 dieselbe Einstellung haben. Außerdem könnt ihr durch Filterverläufe und Lautstärkenverläufe eurem Track eine spannende Dynamik geben. Wie das genau geht, das zeige ich euch jetzt hier in diesem Tutorial. Als erstes gehe ich mal auf Neues Projekt und erzeuge ein leeres Set. So, dann machen wir eine neue Audiospur und da wählen wir Instrumente und da wählen wir uns gleich ein Instrument aus. Ich habe hier jetzt mal unter Drum den Groove Agent ausgewählt und sage Spur hinzufügen. So, was wir gemacht haben, ist, dass wir eine Spur haben, die den Groove Agent als Instrument hat. Und um dann ein paar Sounds zu laden, klicke ich hier oben. Und da gehen wir hier auf Groove Agent Library und wählen uns mal irgendeinen Musikstil aus. Wie wäre es denn diesmal, wenn wir hier ein bisschen einen Elektro-House-Beat nehmen? Gehen wir auf Elektro-Kit mit einem Doppelklick und schon werden die Samples geladen. Wir wechseln hier nochmal auf Pattern, damit wir nicht selber einen Groove spielen müssen, sondern gleich einen fertigen Groove nehmen. Hören wir nochmal kurz rein. Ja, geht doch. Vielleicht ist der mit der Hide noch ein bisschen spannender, da hört man den Filterverlauf besser. Und jetzt ziehen wir uns den einfach hier auf die erste Spur rein. Und da habe ich gleich einen Loop gemacht. Ich mache den nochmal neu. Hier oben in dem hellgraueren Bereich ziehe ich von der 1 bis zur 3 und hier würde man ihn ein- und ausschalten und wenn ich jetzt die Leertaste drücke, läuft mein Groove im Loop. Um eine Automation zu machen, ziehen wir die Maus hier in das linke untere Eck unserer Spur, dann kriegen wir dieses kleine Pfeilchen, da steht auch schon Automation anzeigen. Ausblenden, ich drücke einmal drauf, es geht eine neue Zeile auf. Und da sehe ich meine Automationsunterspur. Und wenn wir da drauf gehen, können wir einstellen, was wir automatisieren wollen. Von Haus aus steht hier die Lautstärke und mit der fangen wir auch mal an. Ich ändere das also nicht, ich bleibe auf Lautstärke. Und damit ich die noch schöner sehe, ziehe ich diese Automationsunterspur hier ein bisschen lauter. Und jetzt kriege ich hier automatisch einen Bleistift. Und jetzt kann ich hier mal klicken und hier mal klicken, jetzt haben wir zwei Punkte gemacht, wo wir genau die 0 dB, die von Haus aus eingestellt sind, fixiert haben. In der Mitte machen wir einen dritten Punkt und den ziehen wir jetzt mal nach unten. So, und dann hören wir uns das an. Genau, und da sehen wir, wie die Lautstärke genau an der Stelle runterblendet und auch wieder hochblendet. So, das können wir uns auch anschauen. Hier oben können wir ja verschiedene Zonen aus- und einblenden. Da blenden wir mal die untere Zone ein. Ich bin jetzt von Haus aus auf Editor und wechsle auf Mixkonsole. Und da sehen wir schon unseren Pegelsteller. Und wenn wir jetzt die Wiedergabe starten, sehen wir, ja, der macht genau diese Bewegung, die wir eingezeichnet haben. Mach das mal wieder weg. Jetzt ziehe ich diesen Punkt hier mal ganz nach rechts. Dann bekomme ich hier in der Mitte, sehen wir, ist ein runder Punkt. Das ist kein weiterer Automationspunkt, sondern da können wir eine Kurve einstellen. Wir klicken drauf und ziehen nach unten, um das Ausblenden mit einer Kurve zu machen. Hören wir uns nochmal an, wie es vorher war und machen vielleicht das auch ein bisschen länger, dann hört man es deutlicher. So. Wenn ich den Punkt nach unten ziehe, geht es schneller nach unten, braucht aber dieselbe Zeit, bis es wirklich weg ist. Oder genau das Gegenteil, wir lassen es relativ lang da und gehen dann schnell weg. Ja. Es gibt Geschichten, wo die Kurven extrem wichtig sind, um das zu erreichen, was man machen möchte. Was wir weiters machen können, wir löschen jetzt mal diesen Punkt hier wieder. Ich klicke mit der Control-Taste drauf und bekomme hier ein Menü, wo ich Löschen auswählen kann. Und jetzt nehme ich mir das Auswahlwerkzeug und jetzt wähle ich genau das erste Viertel vom zweiten Takt an. Und wenn wir jetzt hier diesen ausgewählten Bereich ganz nach oben fahren, bekommt diese Maus einen Doppelpfeil.
Und da steht auch da vertikal verschieben. Wir können also jetzt hier die Lautstärke ganz nach unten ziehen. Dasselbe machen wir nochmal hier. So können wir rhythmische Variationen machen, was recht spannend sein kann. Jetzt gehe ich wieder auf die normale Maus und verschiebe diesen Punkt hier. So, jetzt haben wir quasi die Bassdrum rausgenommen und den Rest da gelassen. Dann kann man spannende Sachen machen, indem man Loops nur mit Lautstärke bearbeitet. Man kann aber nicht nur die Lautstärke bearbeiten. Machen wir mal diese zwei Lautstärkenautomationen weg. Wir gehen hier auf Automationsdaten für Lautstärke löschen. So, zack, alles weg. Und jetzt wollen wir einen Filter. Dazu gehen wir hier auf Audio Insert Effekte. Sollte das gerade nicht da sein, dann erstens schauen, dass ihr die linke Zone hier aktiviert habt. Dann schaut bitte, dass ihr hier auf Inspektor seid und hier öffnet ihr Audio Insert Effekte. In den ersten Slot, ich gehe hier jetzt mal auf Steinberg, möglicherweise müsst ihr das gar nicht tun, weil ihr es hier anders sortiert habt. Und da wählen wir jetzt mal den Filter und ich nehme gleich den ersten, den Dualfilter. Okay, schauen wir uns den kurz an. Wenn wir nach rechts drehen, werden die tiefen Frequenzen rausgenommen. Wenn wir nach links drehen, werden die hohen Frequenzen rausgenommen. Jetzt wird's dumpf. Wenn wir mehr Resonanz dazugeben, hören wir die Filterfahrt schöner. Machen wir noch mehr. Okay. Gehen wir mal wieder in die Mitte und mit wenig Resonanz, vielleicht so ein bisschen dezent. Okay. Um diesen Regler hier, den Positionsregler, in die Automation zu bekommen, klicken wir mit der rechten Maustaste drauf. Und sofort finden wir Automation, Spur, Position anzeigen. Und da ist sie auch schon. Und schon kann ich hier Punkte setzen. Und dasselbe, was wir mit der Lautstärke gemacht haben, mit dem Filter machen. Ja, das klingt eigentlich ganz schön. Vielleicht machen wir das mal über die gesamten zwei Takte. Den Punkt da oben können wir sogar wieder löschen mit der Control-Taste. Und schon sind wir im tiefen, düsteren Club und spielen hier ein bisschen mit den Filtern. An gewissen Stellen ist es vielleicht schön, dass die Resonanz stärker ist. Also sagen wir auch zur Resonanz Automationsspur anzeigen. Und schon können wir hier auch die Resonanz automatisieren und sagen, im mittleren Bereich wollen wir, dass die so richtig schön zu hören ist. Ihr könnt Automationen auch kopieren und duplizieren. Schauen wir uns das noch kurz an. Ich nehme mal diesen Bereich, also ich habe das zweite Werkzeug hier ausgewählt, das Auswahlbereich-Werkzeug und kann jetzt eine Selektion machen, die genau von Takt 1 bis Takt 3 geht. Und mit Command D oder eben bei PC Steuerung D, D wie Dora oder in dem Fall D wie duplizieren, dupliziere ich das. Sprich, setze eine Kopie dahinter. Und das Schöne an diesem Kommando ist, dass man mit dem sehr schnell das über größere Bereiche duplizieren kann. Denn ich kann jetzt ganz schnell mehrmal Command D oder Steuerung D drücken. Und jetzt kann ich mir die gesamte Selektion nehmen, auch nur von einer Spur, von Takt 1 bis 15 und das wiederum mit Command D duplizieren. Also man kann hier sehr schön arbeiten. Man kann aber auch mit Command C oder Steuerung C einen Bereich kopieren und den, jetzt setzen wir den Cursor mal hierher, mit Command V hier wieder einsetzen.
Mein Name ist Thomas Foster und das ist hier mein YouTube-Channel Thomas Foster Music Production. Hier findet ihr alles rund um den Bereich Musikproduktion. Ihr findet Tutorials für fast jede am Markt erhältliche bekannte DAW, also jedes Musikproduktionsprogramm, wie auch für die wichtigsten Plugins wie den Omnisphere, wie die Plugins der Firma Native Instruments und vieles mehr. Und ihr findet auch ein bisschen Videos zu meiner eigenen Musik, zu meiner Band iVotion, wie auch zu meiner Nyx. Die Nyx ist ein Musikinstrument, das ich selber gebaut habe, ein elektronisches Musikinstrument, in dem ich in Echtzeit Noten erzeuge, die in Ableton Live dann zu Musik gemacht werden. Ich kann also in Echtzeit musizieren wie auf einem richtigen Musikinstrument. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich extrem über einen Kommentar. Schreibt mir, wie es euch gefallen hat. Schreibt mir, was ihr gerne noch an weiteren Videos hättet. Um keins meiner weiteren Videotutorials zu verpassen, abonniert bitte meinen Channel Thomas Foster Music Production. Danke fürs Dabeisein, immer schön kreativ bleiben. Cheers!